Wir sehen zwar nicht so aus, aber wir haben den Punk verstanden. Wir posten uns auch nicht so raus, aber wir haben den Punk verstanden. Kein Virus, keine Mieten, kein Biergeruch. Vielleicht ist euch das nicht Punk genug. Wir sehen zwar nicht so aus, aber wir haben den Punk verstanden. Servitor deploy. Unten, ja, ich weiß, ich hab's wieder verrafft. Ich baue es jetzt nochmal oben und im nächsten Game baue ich es unten. Ich weiß. Es tut mir leid, ich hab's wieder verrafft. Mir ist es eingefallen, wie mein Worker hier war. Egal. Ja, Clockbash, man kann Gebäude drehen. Nicht wie ein Shitcraft. Wo Terran ein Disadvantage hat, wenn man oben links spawnt zum Beispiel. Worker kann bauen und einen gleichzeitig, ja. Nein, ich habe schon wieder einen Worker gebaut, oder? Komm schon, komm schon. Oh shit, der hat die auch schon. Der fight jetzt gut für mich oder nicht? Kannst dich einschätzen. Der Typ hat Sniper gebaut. Oh, ich hab den Punkt da oben nicht. Den Arbeiter töten. Komm schon. Ich krieg euch noch. Okay. Ich hab voll verrafft, den Punkt da oben einzunehmen. Assault Marine Squad deployed. On the move! Assault Marine Squad deployed.
Komm schon, ich will die Sniper hier kriegen. Ah, nice, ich hab die Sniper gekriegt. Gut, jetzt kann ich mal runtergehen, oder? Kann ich noch einmal Upgrades machen? Bin nicht sicher. Nee, ich war, X-Tree, Stuck auf Pro war ich nicht. Kann ich von da oben runterschießen? Normal ja, oder? Ja, oder? Oder ich kann von da oben runterschießen. Dann hat mich dein Streamtitel getrollt, ja. Wie gefällt mir das Game? Geil. Ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß von einem Strategiespiel. Also wie gesagt, jeder, der eine Alternative zu StarCraft sucht, kann ich Dawn of War nur empfehlen. Jetzt hole ich die Schwerter gleich. Jetzt hole ich die Schwerter und damit...
muss ich mal zurückziehen. Wie lange brauchen die Schwerter noch? Schwerter brauchen noch einen Moment. Ja, ist auf jeden Fall ein richtig klasse. Ja, es ist schwer, die Leute zu überzeugen halt, weil wenn du ein anderes Spiel spielst, zum Beispiel jetzt StarCraft, ist es halt eine krasse Umgewöhnung, ne? Du musst halt ein Spiel komplett neu lernen. Und die meisten wollen halt entweder nur ein Spiel auf kompletter Casual-Ebene spielen oder sind halt zu faul, ein neues Game zu lernen. Habe ich jetzt die Schwerter? Ja. Jetzt kann ich angreifen, denke ich, mit den Schwertern. Oder? Ich könnte mal hier oben Druck machen, oder? Wenn du Schwerter hast, kann ich gleich Schild angreifen, okay. Ja. Es ist halt eine Mischung aus RTS und eine MOBA. Aber das ist auf keinen Fall schlecht. Ich dachte am Anfang auch, oh Gott, was wird denn das? Aber es ist ziemlich gut. Danke, Big Amo für den Follow. Reichen, oder? Ich meine, ich habe Schwerter. War pretty gut. Achtung, gibt euch den Trick auf. Kann ich das da unten einnehmen? Wo ist mein Worker? Danke für den Follow. Ne, es ist kein MOBA, es ist halt ein Mix aus RTS und MOBA. Allein wie die Wege hier verlaufen. Ne, drei Angriffswege zum Beispiel, oder jetzt hier beziehungsweise zwei, es gibt Helden. Es ist halt auf jeden Fall, es hat mehr RTS-Elemente als, es hat mehr RTS-Elemente als MOBA-Elemente. Aber es hat auf jeden Fall MOBA-Elemente drin, was ja nicht schlecht ist. Schüttel ihn und geht zurück, oder? This one servitor on route. Upgrading stronghold to tier 2. Es hat auf jeden Fall MOBA-Elemente. Ich würde gleich den Turm angreifen. Meinst du direkt den Turm drauf gehen oder was? Keine Ahnung, ich kann das nicht einschätzen. Ich denke dann halt immer... Ach, du meinst, oder meinst du das Geschütz hier? Wo ist es denn das da?
würde mal sagen, ich tag mal eine Stufe höher, oder? Aber ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Energie. Okay, kann ich jetzt mit dem, was ich habe, das töten hier? Mit den Einheiten, wo ich habe, kann ich damit sein Schild... Ah, nee, muss ich erst die Dinger hier kaputt machen? Nee, ne? Ich kann jetzt direkt das Ding töten, oder? Aber ich kann hier durch die Mitte gehen, oder? Könnte jetzt direkt das kaputt machen und dann durch die Mitte gehen. Oder? Klar, und Gruppen aufteilen, alles klar. Gut, Twitch-Chat sagt das, dann tue ich das. Soll ich das jetzt A-klicken, das Ding hier, oder was? Oh ne, kann ich nicht. Ganz schön was verloren, ne? Noch stärker als ich denke. Oh Gott, ich brauche Fahrzeugabwehr jetzt, ne? Easy, Junge!
Gibt's ja was auf die Schnauze, oder? Ich kann das down fokussen, oder? Scheißegal. Ich kann das einfach rechts klicken. Ja, erstens Schütz kaputt machen, yo. Der Kern ist unverwundbar, bis ein Turm zerstört worden ist. Jo, das habe ich auch gemerkt. Nice. Wird ihr gut? Danke sehr für die ganzen Tipps.